Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter-Crusher und heute haben mich drei Firmen angerufen, bei denen man natürlich sofort investieren möchte, so freundlich wie diese Mitarbeiter sind. Hört es euch an und entscheidet selbst. Nach dem Intro geht's los. Ja, bitte? Hallo, guten Tag, Herr Zugespitzmeier. Ja, wer ist da bitte? Grüßen Sie. Olivia ist mein Name und ich rufe Ihnen von so wegen Ihrer Interesse an Onlinehandel, Kryptowährungen. Ja, und? Ja, also Sie haben eine Registrierung bei uns gemacht. Ja. Okay, dann. Also wissen Sie eigentlich, was ist Onlinehandel? Wieso hören wir den mit der Telefonnetz? Ja, ja, ich weiß, was Onlinehandel ist. Sie wissen schon. Ich habe schon online gehandelt. Sie haben schon gehandelt, okay. Und mit was haben Sie gehandelt? Ich habe ein paar Waren verkauft. Okay, in Ordnung. Aber hier es geht um Online-Investitionen und Kryptowährungen, also Bitcoin und die anderen Währungen. Okay? Ja. Ja, also, und mit in diesem Bereich haben Sie schon Erfahrung oder nicht? Nee, in dem Bereich noch nicht. Ich habe nur mal mit Aktien gearbeitet. Sie haben mit Aktien also gehandelt? Richtig. Okay. Und bei der Bank, oder? Nee, das habe ich online gemacht. Ja, also, die meisten Kunden, die handeln mit Aktien bei der Bank. Ja, ich habe es online gemacht. Deswegen. Ich hab's Sie haben es selber gemacht. Richtig. Okay, verstehe ich. Und was haben Sie, also haben Sie vielleicht von einer Bekannten gehört über Bitcoin und so oder im Internet gelesen, wie es funktioniert? Ja, ich wollte mich darüber erstmal informieren. Ich habe ja schon, wie gesagt, gehandelt und jetzt wollte ich mal sehen, was auf dem Bitcoin-Markt geht oder überhaupt auf dem Markt geht mit den Kryptowährungen. Ja, ich verstehe. Und ja, deswegen habe ich Ihnen auch angerufen. Ich kann Ihnen erstmal ein paar Informationen geben, wie es funktioniert, okay? Ja, dann geben Sie mir mal Informationen. Okay, super dann. Also haben Sie einen Computer in der Nähe? Naja, zum Informationen geben brauche ich ja noch kein Computer, oder? Jawohl, Sie brauchen es, weil ich werde Ihnen den Link von einer Seite sagen und Sie werden diese Seite öffnen, damit alles, was ich jetzt sage, mit Ihren Augen schauen können. Okay? Na, dann fangen Sie doch erstmal an, wie Ihre Webseite überhaupt heißt. Ich kann den Computer ja hochfahren. Nein, also Sie werden die Seite von investing.com öffnen, okay? Es ist eine Seite mit allen den neuen Nachrichten von Onlinehandel. Das möchte ich Ihnen zeigen. Ja gut, aber geben Sie mir doch erstmal Informationen. Okay, super dann. Also wir sind eine Handelsfirma und ich melde mich von eToro Firma. Ach, Sie sind von eToro? Ja, genau. Okay. Haben Sie über unsere Firma also gehört? Über eToro habe ich was gehört, ja. Ja, also ja. Bei eToro, bei uns, können Sie über alles, also mit allen Kryptowährungen handeln und auch mit den anderen Finanzinstrumenten, okay? Wenn Sie einen Computer dort haben, können Sie den Seite von eToro auf Ihrem Computer öffnen, okay? Und Sie werden schauen, dass dort können Sie auch ein Handelskonto öffnen, okay? Ja, okay. Und weiter? Ja, und ja, dann können Sie dort investieren und weitermachen mit Handeln. In Ordnung? Mit eToro. Genau. Wo sitzt denn eToro? Wo sitzt denn eToro? Ja. Also die Hauptsitz ist in Israel. Okay? Aber wir haben, ja? Und Sie rufen nicht aus Israel an, offensichtlich. Nein, nein, weil ich habe Ihnen gesagt, dass der Hauptsitz von eToro ist in Israel. Aber wir haben unsere
Büros auch in London, in Großbritannien, in Zypern, in USA und im ja, überall, okay? Aber jetzt melde ich mich von London. Ja gut, aber investing.com ist ja nicht eToro. Sie haben es falsch verstanden. Investing.com ist eine informative Seite, wo Sie können alle die neuen Nachrichten von Onlinehandel lesen. Verstehen Sie? Ja, gut. Sie können schauen, den Preisen von den Kryptowährungen und alles. Das ist eine Seite, wo Sie informiert können, also bleiben. Weil eine Kunde, die interessiert im Onlinehandel ist, muss auch informiert sein über alle die neuen Nachrichten und alles, was passiert im Onlinehandel. Verstehen Sie? Ja. Und eToro ist unsere Firma. Okay? Sie sind also die Inhaber der Firma eToro? Ja, genau. Ah ja, okay. Haben Sie von unserer Firma gehört? Gehört habe ich da schon mal was von, ja. Das ist haben wahr. Haben Sie schon. Okay, von wem haben Sie gehört? Na, im Internet habe ich das davon gehört. Im Internet, ja, okay. Weil, okay. Und in welche Kryptowährungen möchten Sie handeln? Oder in Bitcoin vielleicht, in Aktien oder wo? Das habe ich noch nicht festgelegt. Das habe ich noch nicht. Noch nicht. Nee, genau. Dann erzählen Sie mir doch erstmal, wie das funktioniert. Okay, dann ich zeige Ihnen. Es ist ein Handelskonto. Das ist noch nicht geöffnet und auch nicht aktiviert. Okay? Und ich werde Ihnen helfen, um das Handelskonto zu aktivieren. Sie werden mit einem Betrag sich anfangen, okay? Mit wie viel Sie möchten Ihr Konto aktivieren. Und dann können Sie allein handeln mit einer automatischen Trader oder Sie können auch mit der Hilfe von einem Finanzberater handeln, okay? Ja. Es ist Ihre Entscheidung, ja. Ja, Moment. Moment mal, okay. Bitte. Ja. Hallo. Ja, ich bin am Apparat. Ja, gut, bin wieder da. Ja, okay, super dann. Und ja, wenn Sie einen Computer dort haben, möchte ich Ihnen mehr über unsere Firma erzählen und auch über die neuen Nachrichten von Onlinehandel. Haben Sie vielleicht Bekannte, die gehandelt haben, die schon eine Erfahrung an Onlinehandel haben? Unter Umständen, kann durchaus sein, ja. Okay. Und haben Sie vielleicht ein Ziel? Wie viel möchten Sie zum Beispiel verdienen oder wie viel profiten? Ja, so. Was ist Ihr Ziel? Geld verdienen. Ja, Geld verdienen schon, aber haben Sie eigentlich einen Ziel? Nein, wie Geld, viel möchten Sie Geld verdienen ist mein Ziel. Erreichen? Geld verdienen ist Geld mein verdienen Ziel. Geld verdienen ist Ihr Ziel, ja. Und Sie wissen schon, dass Sie müssen auch also investieren, damit Sie Geld verdienen können. Ja, natürlich. Das ist ja, klar. Okay, ja. Und mit welchem Betrag haben Sie gedacht, um Ihr Konto zu aktivieren? Na, ich habe eine ganze Menge. Ja, konnt ihr aktivieren? Welche Beträge sind denn da möglich? Ja, wie viel haben Sie gedacht? Na, ich frage doch gerade, welche Beträge sind möglich? Also, Sie können mit 250 Euro anfangen. Das ist das mindeste Betrag, okay? Aber die meisten von unseren Kunden, die fangen an mit 500 Euro oder mit 1000. Hm. Ja, weil mit das mindeste Betrag können Sie natürlich nicht so viel Profiten bekommen. Das war mir von eToro bis jetzt nicht so richtig bekannt. Warum? Dass eToro da solche Summen vorschreibt. Das war warum mir, dann? Es war mir noch nicht bekannt, dass eToro sagt, es geht erst ab 250 Euro. Ja, weil Sie haben gar keine Erfahrung im Onlinehandel und natürlich wissen Sie das nicht. Ja, aber es wurde mir auch noch nicht so gesagt. Aber dann haben Sie mir denn jetzt auch eine E-Mail geschickt schon oder noch nicht? Nein, habe ich nicht gesendet.
Na, dann schicken Sie mir doch erstmal die Informationen. An welche E-Mail-Adresse haben Sie die oder wollen Sie die denn schicken? Warten Sie kurz, ich habe Ihre Daten hier. b.r.zugschmidtmeier@gmail.com. Ja, das ist richtig. Okay. Okay, super dann. Sie bekommen einen E-Mail von olivia.schulz@etoro.com. Okay, dann warte ich jetzt drauf. Okay, dann schicken Sie los. Okay, super dann. Bis später. Nee, Sie können ja dranbleiben. Das geht ja bestimmt ganz schnell. Okay, super dann. Warten Sie kurz am Apparat. Na klar. Ja, bitte? Ja, Olivia ist wieder am Apparat. Was war los? Entschuldigung, es war ein Fehler. Ich habe es aus Versehen aufgelegt. Warten Sie kurz am Apparat, bitte? Ja. Hallo, wird das noch was? Hallo? Hallo? Hallo. Schönen guten Tag, Joachim Ringsbergheimer. Ja, ist richtig. Wer sind Sie? Hallo, grüßen Sie. Manuel Bubic für Sie da. Ich sehe, dass Sie sich gerade bei uns registriert für Online-Handel, für das Bitcoin-System. Für Online-Handel, richtig? Ja. Genau, richtig. Und also haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder das ist zum Ihr erstes Mal? Im Registrieren habe ich Erfahrung, ja. Achso, Sie haben Erfahrung. Okay, mit im Registrieren habe ich Erfahrung, sagte ich. Ja, okay. Alles klar. Und haben Sie schon gelesen, was wir bieten, oder soll ich für Sie erklären? Nö, erklären Sie ruhig mal. Natürlich mache ich gerne für Sie. Also, wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Okay? Also, das ist eine Roboter. Der Roboter handelt kostenlos für Sie. Also, er kauft Aktien oder Kryptowährungen und natürlich verkauft für Sie so gut wie möglich, damit Sie Geld am Finanzmarkt profitieren können. Der Roboter läuft automatisch. Sie brauchen auch nicht so viel Zeit investieren bei uns. Okay? Also, der Roboter läuft automatisch. Sie brauchen auch nicht so viel Zeit investieren bei uns. Das haben Sie ja vorher schon gesagt. Sie müssen das nicht wiederholen. Ja. Einmal reicht. Ja, weil Sie haben nichts gesagt und ich habe gedacht, dass Sie haben mich nicht gehört. Deswegen. Nee, ich habe schon verstanden. Okay, und natürlich, damit Sie Ihr Handelskonto aktivieren, das passiert mit einmaliger Investition von 250 Euro. Ja. Ich denke, Sie haben schon das gelesen. Ja. Und momentan haben wir auch ein Sonderangebot für unsere neuen Kunden. Und Sie werden bekommen von unserer Firma als Willkommenbonus, als Geschenk für Weihnachten. Sie bekommen noch 250 Euro. Nochmal bitte, da haben Sie sich irgendwie verschluckt. Nochmal bitte. Also, ich habe zu Ihnen gesagt, dass wenn Sie eine Einzahlung von 250 Euro machen, Sie werden bekommen von unserer Firma noch 250 Euro. Ah ja, okay, also ein 100% Bonus. So, genau, so haben Sie die Möglichkeit, schon heute mit 500 Euro anfangen bei uns. Okay? Ja, okay. Okay. Gut, und also, ja bitte? Ja, erzählen Sie erstmal weiter. Ich wollte Ihnen auch Bescheid sagen, also für Ihre einmalige Investition, also für Ihre Einzahlung, Sie können das entweder mit Kreditkarte machen oder wir akzeptieren auch eine Banküberweisung. Mhm. Also
Wie möchten Sie die Einzahlung machen? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber mich interessiert erstmal, wie viel kann ich denn verdienen bei Ihnen? Was meinen Sie? Wie viel Geld pro Monat oder was meinen Sie? Ja, zum Beispiel. Wie viel Prozent im Monat? Also mit diesen 500 Euro, ja, wo Sie startet, also Sie können schon 1000, 2000 Euro bis in dem ersten Monat verdienen. Oder natürlich auch mehr, weil Sie wissen, mit den Aktien und Kryptowährungen, also das passiert schon schnell und Sie haben eine sehr gute Möglichkeit, da Geld zu verdienen. 1500 bis 2000 Euro am Ende des Monats, wenn ich einzahle. Ja, das kann auch mehr sein, verstehen Sie, weil Sie wissen, wo funktioniert bei dem Finanzmarkt. Ja gut, okay. Gut, okay. Und, und ich bin zuständig für Ihre Handelskonto zu aktivieren. Deswegen haben Sie auch diesen Anruf bekommen. Ja. Und wie gesagt, also für die Einzahlung, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder mit Kreditkarte oder mit einer Banküberweisung. Ja, ich würde das per Banküberweisung machen. Okay. Alles klar, dann schicke ich gleich auf Ihre E-Mail unsere Bankverbindung. Okay? Ja. Okay, natürlich können wir zuerst ganz kurz Ihre E-Mail kontrollieren. Also, ich habe bei mir Joachim. Also, genau wie Ihre Name, also Vorname. Ihre Nachname. Und dann @gmx.de. Ja, das ist richtig. Okay, alles klar, dann habe ich auch das gleiche auch bei mir. Als Betreff schreibe ich Handelskonto aktivieren. Mhm. Okay, ich bin gleich fertig. Und haben Sie auch vielleicht Online-Banking? Ja, darum, wenn ich überweise, dann mache ich das per Online-Banking, richtig. Ja, okay, weil ich wollte jetzt auch nur ganz kurz erklären, was genau müssen Sie bei die Überweisung schreiben, damit Sie auch Ihre Bonus von unserer Firma bekommen. Ja, ich werde Ihnen natürlich alles erklären. Ja gut, dann überweisen Sie erstmal schicken Sie erstmal die E-Mail mit den Bankdaten, das wäre erstmal sinnvoll. Natürlich, natürlich mache ich gerne für Sie. Okay. Und es gibt auch ein Dokument, wo Sie müssen ausfüllen, das ist für Ihre Auszahlungen. Ja, aber natürlich, ich werde Ihnen alles erklären. Also, ja, wir fangen mal erstmal mit den Bankdaten an. Das können Sie mir erstmal schicken. Und hinterher können Sie mir erklären, was wir noch brauchen. Ja, genau. Also ich habe gerade auf Ihre E-Mail unsere Bankverbindung zugeschickt. Ja, mit welchem Namen haben Sie geschickt? Also Manuel Bubic. Manuel Bubic sind meine Namen. Als Betreff habe ich Handelskonto aktivieren geschrieben. Ja, ich habe mal eine Frage. Wo sitzt Ihre Firma denn? Also unser Hauptsitz ist in Schweiz. In der Schweiz? Weil, ja. Warum arbeiten Sie mit einem polnischen Konto? Ja, weil wir haben einen langjährigen Vertrag mit dieser Bank. Ja, wir arbeiten schon 10 Jahre mit dieser Bank und Sie werden auch gar keine Spesen zahlen. Also für Ihre Einzahlungen oder Auszahlungen. Ja, das können Sie natürlich Auszahlungen jederzeit. Ihre Geld, ja? Ja gut, aber für meine Einzahlung bezahle ich doch sowieso nirgendwo was. Wenn ich etwas einzahle, bezahle ich doch keine Spesen. Spesen ist ja was ganz anderes. Ja, und wie gesagt, Sie werden auch gar nichts für Ihre Auszahlungen zahlen. Ja, das heißt, wenn Sie eine Auszahlung von 1000 Euro machen, Sie werden genau 1000 Euro auf Ihre Konto bekommen. Ah ja, und wie verdient Ihre Firma dann? Wir verdienen schon unser Geld, also machen Sie keine Eile für das, ja. Also, ich frage ja nur. Ja. Und Sie sitzen in der Schweiz? Ja.
Okay. Ja, gut. Nehme ich dann erstmal so hin. Ja, und Ja. ich habe schon alles bekommen. Also schreiben Sie alles richtig, so wie ist. Mit Ihrer Referenznummer. Sie werden auch Ihre Bonus bekommen von 100%. Ja, Aber also darf ich bitte. mal was fragen zwischendurch? Darf ich mal was fragen? Ja, ich höre Sie. Sie sitzen in der Schweiz und rufen mit einer österreichischen Nummer an? Ja. Warum das? Ja, warum nicht? Wo ist das Problem? Sowieso diese Anruf ist kostenlos so für Sie. Ja, Das ist ne, alles es geht ja kostenlos. nicht, wenn ich eine seriöse Firma suche und die sitzt in der Schweiz und die ruft mich aus Österreich an, dann werde ich erstmal skeptisch. Eine Schweizer Firma ruft ja dann normalerweise mit einer Schweizer Telefonnummer an und nicht mit einer österreichischen. Wir haben verschiedene Nummern, verstehen Sie das? Wir haben auch nicht nur in dem Schweiz Office, ja. Also wir haben in Holland, in Belgium, also in sogar in Hongkong haben wir auch ein Büro, Ja, und ja. Und Ihr Hauptsitz ist in der Schweiz, richtig? ja. Ah ja, okay. Gut, dann sind Sie. Wie lange ist Ihre Firma denn schon am Markt? Ich habe schon 10 Jahre gesagt, wir sind schon über 10 Jahre bei Finanzmarkt. Ja, wie ist Ihre Firma noch genau? Können Sie mir das nochmal buchstabieren irgendwie? Ich habe das. Siegbert. Bitte? Siegbert. Also S. Nein, mit Z. Ah ja. Also Siegbert. Z. Können Sie nicht Deutsch buchstabieren? Siegbert steht auch auf Ihrer E-Mail. Ich habe alles geschrieben, das Ja, können Sie auch sehen. ich muss dann noch mal aufmachen, die E-Mail. Wenn Sie. Ja, ich denke, Sie sind unseriös, sage ich Ihnen ehrlich, ja. Also Sie sind Ach, ich so bin unseriös unseriös. und so. Weil Sie Ihre nicht buchstabieren können, bin ich unseriös. Okay. Das ist Ja, und natürlich. Ja, gut, okay. also wie gesagt, ich habe schon alles auf dem E-Mail geschrieben, ja. Und gerade Sie verlieren von meiner Zeit, ja. Entweder Sie machen die Transaktion, ich habe es Ihnen auch schon gesagt, Sie werden auch den Bonus bekommen von unserer Firma. Also das ist 100% Bonus. Und ich verstehe Sie nicht, was wollen Sie mehr? Ich Also möchte, sind Sie nicht. ich kann Ihnen sagen, was ich mehr möchte. Ich möchte Informationen über die Firma sammeln, mit der ich langfristig Geld investieren will. Und die können Sie mir offensichtlich nicht geben, wenn Sie mich gleich unseriös nennen. Ich habe schon zu Ihnen gesagt, ich habe schon alles auf dem E-Mail geschrieben. Ja. Wo? Und nach der Aktivierung Ihres Handelskonto, Also Sie werden natürlich auch alles schriftlich. Ich rede jetzt. Können Sie mich halten hören? Sie mal den Ja. Mund! Was schreit Sie mich hier so an? Was soll denn das? Ja. Was soll denn Da, der Scheiß? wenn ich rede, bisschen ruhiger bleiben, ja? Ja, Sie schreien doch rum. Was soll denn der Kack? Also entweder redet jetzt vernünftig mit mir oder gar nicht. Hören Sie mich jetzt. Hören Sie mich jetzt. Reden Sie vernünftig mit mir. Ja. Und wie gesagt, haben Sie Interesse, Ihr Handelskonto zu aktivieren, mit unserer Firma und Geld zu verdienen? So, jetzt sage ich Ihnen eins. In Ihrer E-Mail steht nicht, welche Webseite Sie haben. Steht nicht da. Wie steht nicht da? Also steht, schauen Sie Nee. meine E-Mail an. Ja, Sehen Sie mache meine ich E-Mail. gerade. Da steht nicht, wo. Da steht nicht drauf. Ich schicke jetzt unsere offizielle Website, ja, extra für Sie. Okay. Ja, dann schicken Sie. Also. Ich habe gerade auf Ihre E-Mail unsere offizielle Website zugeschickt. Da können Sie natürlich die ganze Information auch lesen, was Sie brauchen. Okay? Ah ja, okay. Das steht natürlich auch auf Deutsch für Sie.
Sehr schön. Das konnte ich vorher nirgendwo sehen. Ja, das also war in Ihrer das war in Ihrer E-Mail nicht zu lesen. So. Also, haben Sie es bekommen? Ja, genau. Und jetzt gucke ich mir das erstmal an. Okay, super, super. So, dann schauen wir doch einfach mal. Sie haben auch unsere Bankverbindung. Bitte vergessen Sie nicht, das Foto zu schicken. Was für ein Foto? Was für ein, warum also, soll ich... Von der Überweisung, also von der Bestätigung. Eine Screenshot, ja, und mit diesem Foto können wir auch gleich Ihr Handelskonto aktivieren. Wozu? So brauchen wir nicht warten, bis Geld kommt bei uns. Sie sehen doch zwangsläufig, wann, wenn mein Geld auf Ihrem Konto ankommt. Warum soll ich da ein Foto schicken? Das habe ich noch nie irgendwo machen müssen. Ich habe es Ihnen schon gesagt, mit dem Foto können wir gleich Ihr Handelskonto aktivieren. Nee, so dringend. Sie wollen kein Foto machen, dann warten wir. Kein Problem. Ja, dann warten wir. Dann warten wir. Ja. Ich brauche kein Foto verschicken. Ja, aber Sie müssen auch von Ihrem Ausweis oder von Ihrem Führerschein auch ein Foto zu schicken. Weil natürlich müssen wir das Handelskonto verifizieren. Ja, gut, verifizieren ist ja kein Problem. Sowas geht ja über das Postident-Verfahren. Das ja, kann ich also gerne das machen. Können Sie machen. Ja, gut. Nutzen Sie das Postident-Verfahren? Wissen Sie, was das Postident-Verfahren ist? Nein, wir benutzen E-Mail. Das können Sie auf meine E-Mail zuschicken. Nee, ja? Also darf ich jetzt auch mal was sagen? Meine Herren, man soll in Deutschland ist es gang und gäbe, dass man keine Personalausweiskopien verschickt. Deswegen gibt es ja das Postident-Verfahren. Das ist sicher und da kann keiner Schindluder mit. Das über E-Mail ist auch natürlich Ich habe noch nicht fertig gesprochen. Ja, ich habe auch noch nicht fertig gesprochen. Ja, oder? Sie haben mich unterbrochen. Sie sind ein dermaßen unfreundlicher Kerl. Sie sind ein Scammer. Ich sehe das an Ihrer Webseite, gerade mal 132 Tage alt. Sie sind ein Betrüger. Ja. Sie sind ein Betrüger. Nein, wir sind keine Betrüger. Doch, natürlich. Sag ich doch, weil Ihre Webseite soll so lange am Markt sein und die ist gerade mal 132 Tage alt. Und ja, das sind, und Sie ja, wissen Sie das, das ist von unserer Konkurrenz. Ja? Nein, das ist nicht. Es ist Ihre Webseite. Ihre Webseite ist vor 132 Tagen created worden. Ja? Ja. So. Sie wollen einen Ausweis von mir haben, obwohl Sie das Postident-Verfahren offensichtlich nicht kennen. Das einzig sichere Verfahren, Ausweise zu verifizieren. Sie unterbrechen mich schon wieder. Können Sie ein bisschen hören, was ich will sagen? Sie hören mir ja nicht zu. Was soll ich hören? Ja, bis ich zu Ende gesprochen habe. Wissen Sie was, Sie können mich mal sonst wo lenken. Bei Ihrer Firma mache ich nichts. Sie sind ein Betrüger. So, tschüss. So, nächste geht weiter. Ja, bitte. Ja, grüße Sie, Tobias Moser am Apparat. Rede ich mit Ringsbach Bergheimer? Wie war der Vorname, bitte? Ringsbach-Bergheimer? Joachim Ringsbach-Bergheimer, aber Sie haben eine ganz schlechte Telefonverbindung. Ich höre Sie kaum. Ah, ich verstehe. Hören Sie mich jetzt ein bisschen besser? Ja, probieren wir es mal. Ich verstehe, super. Also, Tobias Moser am Apparat und schön, dass Sie erreichen. Also, ich melde mich bezüglich Ihrer Anmeldung, die Sie gerade für den Bitcoins gemacht haben. Habe ich recht? Ja, ich habe eine Anmeldung gemacht, aber von welcher Firma melden Sie sich jetzt? Also, es ist Euro Mentors. Also Unternehmen, aber Sie haben sich registriert auf die Bitcoin-Profit-Seite. Ja, eben, Bitcoin, deswegen also. Sagt mir Ihr Firmenname gar nichts. Ganz genau, ich verstehe. Also die Euromentors nennen sich die Unternehmen, nur dass Sie wissen. Und ja, meine Job ist Sie natürlich zu begleiten, dass wir Ihr Konto gemeinsam aktivieren. Natürlich Schritt nach Schritt, wenn Sie interessiert sind. Ja, können Sie zum Anfang mal Ihre Webseite, Ihren Firmennamen buchstabieren, dass ich das richtig mir aufschreiben kann? Welcher Name? Die von Ihrer Plattform. Von unserer Plattform. Die Plattform nennt sich Trade Markets.
Also Trade Market. Und am Ende Sie haben doch gerade was von Euro irgendwas gesagt. Ganz genau, unsere Unternehmen nennt sich Euromentos, aber die Plattform nennt sich Trade Market. Das ist ein Unterschied. Ja gut, aber ich wollte ja wissen, bei welcher Firma ich bin, nicht bei welcher Plattform. Ich hab Ihnen schon gesagt, die Trade Markets nennt sich die Plattform, aber die Unternehmen nennen sich Euromentos. Das ist der Unterschied. Trade Markets mit Bindestrich oder? Also alles zusammen. Alles zusammen. Trademarkets.eu. Also S am Ende wie Plural, Trademarkets.eu. Also Europäische Union. Sagen wir mal so. Emilodo okay. Am Ende. Okay, genau. Okay, dann können wir weitermachen. Okay. Und sag mir bitte eins. Sie haben gesagt, dass Sie haben ein bisschen Erfahrung oder keine. Was haben Sie gesagt letztes Mal? Haben Sie irgendwelche Erfahrungen in dieser Branche? Wie letztes Mal? Wir haben doch noch gar nicht telefoniert. Okay, und haben Sie Erfahrung in dieser Branche? In welcher Branche jetzt? In dieser Branche, Onlinehandelbranche. Onlinehandel, ja. Ich habe schon jede Menge bei eBay verkauft. Und das war ihm dann zu viel.